So, heute bereiten wir mal den Monolith vor für ein Hühnchen. Dafür bauen wir einen Minienring auf. Und dafür ist es zuerst mal wichtig, dass er ihn sauber macht und unten diese Platte reinlegt, damit die Luft, die hier rauskommt, einmal rumströmen kann. So, jetzt müsst ihr nur den Rost hier drauf tun, damit ihr die Kohle nachher drauflegen könnt. Als Kohle, dann nehmen wir immer welche, die quasi wenig Asche generiert und absolut, das ist ganz wichtig, die ganz natürlich ist, weil sonst verklebt das. Die meisten Briketts oder so, die haben einfach Klebstoffe drin und das ist nicht gut. Und dann könnt ihr die einfach so hier im Kreis am Rand entlang legen. Damit es gleich schneller angeht, lege ich einfach ein bisschen alte Kohle oben drauf oder dazwischen, denn die brennt nachher schneller. Seht ihr gleich. So, und jetzt müssen wir noch anzünden. Ich nutze dafür den Luftleiter. Das ist einfach so ein Heißluftgebläse. Und schaut mal. Das geht wahnsinnig schnell. Wahnsinnig schnell, wie das Ding anheizt. So, beim Minienring reicht es, wenn ihr wirklich an, na, ich sag mal, 2-3 Stellen anzündet. Das war an 2 Stellen und dann einfach Gebläse aus, Deckel zu, Lüftung hier unten auf und los geht's. Wenn ihr ein bisschen mehr Hitze braucht, dann einfach hier unten mal reinpusten, dann zieht so richtig durch in den Grill und dann passt es auch wieder. Ja, dann gibt es noch einen kleinen Grillhack. Und zwar könnt ihr einfach auf den Reflektorstein, den tut er einfach einwickeln mit Alufolie und dann bleibt er immer schön sauber. Ja, und so schaut's fertig aus. Los kann's gehen mit dem Grillen.